Noch bis zum 4. September wird in Lengefeld das 500. Gründungsjahr der Bergstadt gefeiert. Zum Auftakt gab es am 26. August eine feierliche Eröffnung der Festwoche in der Aula der Oberschule, an die sich ein erlebnisreiches Wochenende anschloss. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Blasmusikverein Flöatal e.V. Stadtmanagerin Ulrike Mattes führte durch den Abend. 500 Jahre. Ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte. Eine Ewigkeit für jemand anderen. Und für uns heute ein Grund zum Feiern. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Ortschaftsrätin Elke Schmieder in ihrer Rede betonte, ist das Fest ein Projekt vieler Beteiligter. Was allerdings ohne das Engagement der Stadtmanagerin nicht möglich gewesen wäre. Im Herbst 2020 wurde Frau Mattes, unsere Innenstadtmanagerin, vom Bürgermeister beauftragt, das Fest mitzuplanen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang nicht sonderlich begeistert, dass wir als Ortschaftsrat Frau Mattes sozusagen vor die Nase gesetzt bekamen. Heute bin ich unendlich dankbar dafür, wie sie sich der Sache angenommen hat, die Fäden bei ihr zusammengelaufen sind und wie wir zusammen eine sehr gute Basis gefunden haben, um die Vorbereitung für unser Fest gemeinsam zu stemmen. Unzählige Treffen und Stunden der Vorbereitung und genauso viele Ideen und Vorschläge galt es zu bearbeiten und abzuwägen. Jeder hatte seine Ideen und wie bereits erwähnt, nicht alles konnte umgesetzt werden. Sollten wir dabei den einen oder anderen vor den Kopf gestoßen haben, bitten wir dies natürlich zu entschuldigen. Mögen wir alle im Nachgang auf eine wunderschöne, unvergessliche Woche zurückblicken. Und denken Sie daran, der Maßstab einer Stadt ist nicht ihre Größe, sondern die Größe ihrer Vision und Träume. In diesem Sinne haben Sie eine schöne Zeit, genießen Sie den Abend, unser Fest und verpassen Sie nicht einen unserer Höhepunkte, den Festumzug am nächsten Sonntag. Und bleiben Sie alle gesund. Wieder gespielt wurde auch der Marsch Hoch Lengefeld. Dieser war 1955 zum Heimatfest uraufgeführt worden und danach verschwunden. 2018 zur Weihe des Schwibbogens am Markt kam er erstmals wieder zu Gehör. Bürgermeister Ingolf Wappler gab einen kurzen Abriss zur jüngeren Geschichte und erinnerte so auch an den nicht einfachen Prozess des Zusammenwachsens der vielen Ortsteile. Durch die Gemeindegebietsreform in Sachsen wurde die Zahl der Gemeinden reduziert. Zunächst erfolgte die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft Lengefeld im Jahr 1994. Die Stadt war damals als sogenannte erfüllende Gemeinde auch für die selbstständigen Gemeinden Lippersdorf, Reifland und Wünschendorf tätig. Und daraus entstand dann zum 1. Januar 1999 die damalige Stadt Lengefeld aufgrund einer Gemeindevereinigung der vier Kommunen mit damals reichlich 5.000 Einwohnern. Ungefähr 10 Jahre später, die Einwohnerzahl war auf etwa 4.300 gesunken, wurden mit der damaligen Nachbargemeinde Pockau erste Gespräche für eine freiwillige Vereinigung geführt. Wir wollen unsere Stadt trotz derzeit schwieriger Rahmenbedingungen positiv weiterentwickeln, damit sich alle Bürger hier wohlfühlen und gern hier leben. Als ich in den letzten Tagen durch Lengefelder Straßen gegangen bin, habe ich die vielen liebevoll gestalteten Puppen in den Grundstücken mit historischen Fotos und Dokumenten ausgestaltete Fenster und Schaufenster und geschmückte Häuser gesehen. Die Einwohner haben die Stadt für unser gemeinsames Fest herausgeputzt. Darüber freue ich mich sehr, wie Sie wahrscheinlich auch, die Sie hier wohnen. Die Stadt zeigt sich damit von ihrer besten Seite. Eine kurze Vorführung ihres Könnens gaben die jungen Damen der Aerobic-Gruppe.
Der seit kurzem im Ruhestand befindliche ehemalige Landrat Frank Vogel überbrachte ebenfalls Grußworte. Ich gratuliere Ihnen natürlich zu diesem Jubiläum. Ganz persönlich, es ist was Außergewöhnliches. Und ich überbringe Ihnen natürlich auch die Glückwünsche zu diesem Jubiläum unseres Landrates, Rico Anton. Gemeinschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl lässt sich nicht per Gesetz oder Vertrag zu einem Stichtag verordnen. Es bedarf immer Begegnungen von Menschen. Begegnungen bedeuten Austausch von Gedanken, bedeuten Gespräche. Aus diesen Gesprächen erwächst Vertrauen. Aus Vertrauen entsteht Verbundenheit, erwächst Freundschaft. Und das ist im Großen wie im Kleinen so.